Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skies of Arcadia oder Arcadia, wie man es auch nennen will. Legends 100%. Ja, die 100% Challenge geht weiter. Ja, wir sind immer noch auf Alfondos Schiff. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Tür schon angesprochen hatte. Und zwar heißt es, ha, ihr kommt niemals durch diese Tür. Ich habe sie von dieser Seite aus verschlossen. Wiedersehen, Rouge, hahaha. Ich habe Alfonso bestimmt im letzten Dings anders gesprochen. Werde ich gleich auch wieder machen. Auf jeden Fall laggt es unglaublich schlimm. Warum? Keine Ahnung. Gehen durch diese Tür. Kleiner Blick. Vielleicht sollte ich doch lieber am kleinen Fenster weiterspielen. Ja, wir klettern jetzt diese Leiter darunter, wenn Weiß sie mal ansprechen würde. Klapp, 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 klapp. Ja, wir bereiten uns jetzt auch schon mal auf den Bosskampf vor. Erwartet jetzt nicht, dass der erste Bosskampf im Spiel unglaublich schwer sein wird. Ich will aber eben gucken, wie es uns geht. Wir sind voll, haben volle MP. Ja, sieht gut aus. Ich aber können wir jetzt auch weitergehen. Miau. Miau. Ja, und gleich geht die Story weiter. Ich höre die Musik jetzt leider nicht. Ich habe vergessen, sie auf mein Headset umzustellen. Egal. So, diese Tür geht auf. Mit lauten Knattern, soweit ich weiß. Warum laggt das Spiel so schlimm? Spiel, warum laggst du? Boom. Eure Exzellenz, die Sonne steht am Himmel und die Sicht ist gut. Die Vorbereitungen für Ihre Flucht sind abgeschlossen. Gute Arbeit. Auch ich bin mit meinen Vorbereitungen fertig. Vorbereitungen, einen Verräter loszuwerden. Was? Ja, unglaubliche Szenenspinz. Nein, bitte. Bitte, Euer Exzellenz, was machen Sie da? Ich kann der Kaiserin nicht sagen, dass ich mein Schiff in einem fairen Kampf verloren habe. Ich brauche einen Sündenbock. Und der bist du. Um einen glorreichen Ruf nicht zu schädigen, musst du geopfert werden. Nein, das können sie nicht tun. Und wie er kann. Oder wie schreit man, wenn man irgendwo runterfällt? Und steck die Waffe weg, Alfonso. Sogar im Tode leistet er mir gute Dienste. Ich kann's gar nicht erwarten, es der Kaiserin zu berichten. Aber Kaiserin, mein eigener Vize-Captain hat uns betrogen und ließ die Luftpiraten an Bord. Ich musste mich des Verräters selbst entledigen. So behandelt Valua also sein Volk. Was? Jetzt, da wir dein Schiff unter Kontrolle haben, nehmen wir das Mädchen auch mit. Und ich muss nur noch eins tun. Nachdem ich gesehen habe, wie du einen unbewaffneten Mann kaltblütig ermordet hast, kann ich dich nicht gehen lassen. Zieh dein Schwert, Alfonso. Ah, ein unzivilisierter Rouge wie du will mich herausfordern? Locke. Du bist die Mühe nicht wert, dich will, doch vielleicht willst du eins meiner Haustiere kennenlernen. Komm, Antonio. An der Stelle will ich erwähnen, ich hatte im letzten Part einen Fehler gemacht, und zwar stand da, dass man 0 Gold findet, aber es waren 50 Gold. was ist das? Es ist groß, es ist schwer, es macht eine Menge Krach. Es ist Antonio. Meine persönliche Kampfbestie. Ich wollte ihn hier lassen, aber er scheint, als hätte ich doch noch einen Nutzen für ihn gefunden. Antonio, zertrampelt das Ungeziefer und mach ihren Tod so qualvoll wie möglich. Mo. Jo, Boschkampf-Time dann also. Na komm. Jo, Antonio ist, ja, unser erster Boss. Hat 575 Lebenspunkte, ist die Farbe gelb wie auch alle anderen und hat ebenfalls als Schwäche Silber. Ja, ich hab da meinen, es ist nicht zu empfehlen, normale Angriffe auf ihn zu setzen, da Antonio auch gerne kontert und er eine Menge Schaden raushauen kann. Als erster Boss kann er eine Herausforderung sein, aber eigentlich nicht schwer, weil es fokussiert, während Aika verteidigt. Ich hoffe, die teilen sich bald auch auf, denn er hat auch einen Spezialangriff und der kann wehtun. Kann, muss aber nicht. Ja, wir sammeln jetzt tatsächlich auf 7 MP zusammen, SP, also Spirit Points, damit wir auch gleich mal mit dem Schwerterwirbel draufkloppen können. Ich weiß es gar nicht, habe ich einen... Ja, er macht doch gleich seinen Donnerwetter, seinen Spezialangriff. Ja, Aika verteidigt zum Glück, sonst hätte es ihr doch ein ganzes Stück mehr wehgetan. Wir haben auch jetzt direkt 8 zusammen. Da kann er gleich mit seinem Schwertwirbel draufhalten und Aika verteidigt weiter. Ich weiß es gar nicht. Haben wir im letzten Part einen Schwerterwirbel gesehen? Egal. Ja, jetzt zeigt Weiß einmal seinen ersten Spezialzug. Schwerterwirbel.
sieht jetzt noch nach nichts aus. Insbesondere sieht der erste Angriff immer irgendwie nach nichts aus. Aber man wird später sehen, was denn nochmal Donnerwetter macht, dieses... Na, ich hasse dich, Antonio. Mhm. Ist gut, Antonio. Ist gut. So, ich bin jetzt mal optimistisch und gehe davon aus, dass er nicht nochmal ein Donnerwetter macht und nutze einen meiner 4 Sakri-Kristalle auf Weiß. Dadurch, dass wir jetzt alle Truhen haben, habe ich jetzt tatsächlich auch ein paar Sakri-Kristalle mehr als sonst. Und auch mehr Geld als sonst. Normalerweise habe ich immer nur die erste und die letzte Truhe mitgenommen. Schadensaufnahme. Okay, moch. Das hat der noch nie gemacht. Premiere! Tja, da wir sowieso gleich auf 8 kommen, verteidigen beide einfach mal. So sparen wir auch eine Menge Lebenspunkte. Ja, wie man merkt, Aika ist normalerweise schneller als Weiß. Dafür hat Weiß höheren Angriff und Verteidigung, würde ich mal jetzt so behaupten, als Aika. Auf jeden Fall überspringen wir diesen Spezialangriff jetzt. Das haben wir jetzt schon einmal gesehen und das reicht. Ich werde jeden einmal zeigen, soweit es dann geht. Zu den 100% gehört natürlich... Wumm! Dass er beide trifft. Nein, dass auch so gut wie alle Angriffe, Spezialangriffe lernen werde. Was machen wir da mal? Fokus. Sakri-Kristall auf Weiß. Ich weiß nicht, es könnte knapp werden. Ich weiß nicht so genau, wenn er jetzt nochmal Donnerwetter auf beide macht. Ja, auf jeden Fall Weiß wieder mit seiner geringeren Init, aber beide höhere Init als Antonio. Er macht Donnerwetter auf Aika, ich halte es nicht aus. Sie überlebt die ganze Geschichte, jetzt dürfte die Musik umschwingen. Ich weiß es aber nicht, ich höre es nicht, ich bin traurig. Na, warte mal, machen wir es mal anders. Du machst den Sakri-Kristall auf Aika und Aika verteidigt sich. Ja, verteidigen kostet keine Videosequenz, wie wir schon gesehen haben. Ja. Stop. Und er macht Donnerwetter. Wie oft noch hintereinander, Antonio? Wie oft noch? Der arme Weiß. Schau ihn dir an, was du aus dem machst. Du Kuh. Haben wir noch einen Sakri-Kristall und damit wären alle Sakri-Kristalle weg. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Kampf ohne die ganzen Sakri-Kristalle hätte machen sollen. Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Oh, Weiß, hau drauf. Wir müssten ihn unter 50% haben. Super. Und wir haben keine Sakri-Kristalle mehr. Jetzt verteidigt Aika natürlich gerade nicht, setzt aber zum Gegenangriff an. Das erkennt man schlicht und einfach besonders daran, dass das Angriffssymbol ein bisschen länger als sonst zu sehen ist. Ja, Fokus. Sieht bei einigen ein bisschen gruseliger aus als bei anderen. Schon wieder nur 6. Ja, dann machen wir verteidigen. Und schon wieder Donnerwetter. Dieser Stier regt mich auf. Der Kampf zieht sich so unglaublich. Und er ist noch einfacher gegenüber zu vielen anderen Kämpfen, die uns noch erwarten. Ja, wir haben kein Spirit Points zum Heilen, also muss ich verteidigen. Weil ich will Antonio so schnell es geht einfach kaputt haben. Okay, kaputt, Antonio. Okay, kaputt. Ja, er sagt ja langsam zusammen und setzt wieder ein Donnerwetter auf beide an. Die stehen auch so schlecht. Die stehen wirklich schlecht, die beiden. Normalerweise stehen sie etwas separater. Ja, du bist die Einzige, die sagt, wie kann, das machst du jetzt mal auf dich selbst. Jetzt sehen wir auch den ersten Zauber im Spiel. Kann man nicht skippen. Es gibt Zauber, die sind ewig lang. Ah, Weiß entfernt sich. Ziemlich doof, aber er entfernt sich. Gut, dass er auf Verteidigung stand, so. Ich glaube, jetzt braucht er noch einen Angriff von Weiß. Ich spiele jetzt auf Full Risiko. Er stellt sich direkt neben Aika. Falls es nämlich Donnerwetter einsetzen wolle, könnte er jetzt zack, einmal beide töten. Einfach so, instant. Jetzt greifen beide an, ich seh's nicht ein. Aika macht einen Critical Hit und besiegt so Antonio. Ja, gut gemacht, Aika. Ja, es geht in Flammen auf. Aus nicht ganz geklärten Gründen. Egal. Ja. Und wir feiern unseren Sieg. Ja, 18 Erfahrungspunkte, beide ein Level up. Jo, und Aika braucht nicht mehr lange, da lernt sie auch ihren
Feuerzauber. Wir haben eine Moonberry erhalten. Moonberry ist schön. Das erkläre ich Jacher. Pah, vielleicht muss man dich wirklich ernst nehmen. Also, weiß von dem Blue Rouge, du wirst diesen Tag verwünschen. Den Tag, an dem du dich gegen das Balloon Empire aufgelehnt hast. Wir werden uns wiedersehen. Schwarz-Rot-Gold? Das war wirklich das Erste, was mir an diesem Schiffchen aufgefallen war. Schwarz-Rot-Golder Propeller. Egal, er haut ab und ja, egal, das Schiff gehört uns. Ach, dammit. Ja, er ist entkommen. Du Feigling, was ist das für ein Kommandeur, der seine Männer und sein Schiff opfert, für einen Kampf, um einen Kampf auszuweichen? Nun, auch wenn er ein Feigling war. Zumindest war er ein reicher Feigling. Stimmt. Ich nehme an, das Schiff und alles, was sich darauf befindet, gehört nun offiziell uns. So einen großen Fang hatten wir schon lange nicht mehr. Die Leute zu Hause werden staunen. Jo. Und schau dir dieses Mädchen an. Ich habe noch nie jemand mit solchen Kleidern gesehen. Stimmt. Sie sieht bestimmt nicht so aus, als wäre sie von hier. Ich frage mich, warum Valua überhaupt dieses Mädchen entführen wollte. Ich frage mich, wo sie herkommt. Ja, dieses junge Mädchen hat einen doch recht wichtigen Teil in der Geschichte später einzunehmen. Und wir sind gerade in einem Traum von diesem Mädchen. Dieser Ort. Bin ich zu Hause? Fena, du ersetzt Rami, den Mond. Elder. Aber pass auf dich auf. Lass kein Vertrauen zu. Elder. Ja, eine doch recht komische Szene, aber naja. Wie geht es ihr, Weiß? Oh, Dr. Weiß. sie atmet jetzt ruhiger. Ich glaube, sie wird es überstehen. Dr. Weiß hat gesprochen. Uga Uga. Langer schwarzer Bildschirm. Also ich würde mich zu Tode erschrecken, wenn ich das sehen würde, wenn ich aufwache. Hey! Schau mal, sie kommt zu sich. Ja, hallo? Wer bist du? Ja, ich würde auch dämlich gucken. Wo bin ich? Du bist an Bord unseres Schiffes, der Albatros. Ich bin Mais. Keine Sorge, hier gibt's keine Valua-Soldaten, also bist du in Sicherheit. Vielen Dank. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Die Blue Roos sind immer da, um zu helfen. Ich heiße Aika, nett dich kennenzulernen. Kannst du uns vielleicht deinen Namen verraten? Mein Name? Mein Name ist Fina. Oh ja, jetzt kommt, ich weiß gar nicht, ob das schon, ich weiß, dass später Antworten geben. Eine wichtige Sache ist für Ruf und Ruf brauchen wir für 100%. Auf jeden Fall ist das ein toller Name. Fina, ja, das ist ein toller Name. So feminin. Wirklich? Meinst du? Ich finde das ist immer nur genial. Ja, Mann, da versuchst du jemanden ein Kompliment zu machen und nichts. Keine Reaktion. Ich glaube, die lacht jetzt von alleine. Das kommt, Weiß, das war kein großes Kompliment. Du musst anscheinend noch viel über Frauen lernen. Ja, deswegen habe ich auch ein bisschen rumgelacht, weil ich die Szene noch kannte. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Was genau ist ein Luftpirat? Was? Du bist die ganze Zeit allein herumgesegelt und weißt nicht, was ein Luftpirat ist? Tut mir leid, ich war noch nie vorher auf Reisen. Also, Luftpiraten sind Leute, die andere Schiffe überfallen und deren Ladung stehlen. Gut gemacht, Weiß, da fühle ich mich gleich ein ganzes Stück sicherer. Überfallen? Vor uns brauchst du keine Angst zu haben, wir sind die Blue Roos. Weißt du, es gibt zwei verschiedene Arten von Luftpiraten, die Blue Roos und die Black Pirates. Oh Gott, ich kriege Eikas Stimme nicht mehr und ich bin dann durchgehend grinsen. Die Black Pirates greifen alles an, was fliegen kann, besonders Handelsschiffe und unbewaffnete Schiffe. Aber wir Blue Roos stehen nur von bewaffneten Schiffen, besonders von der kaiserlichen Armada. Wir berauben den Reichen und behalten das Gold, aber wir benutzen das Gold, um Leute zu retten, die unsere Hilfe brauchen. Robin Hood! Darum haben wir auch dir geholfen. Keine Sorge, wir versuchen nicht, dich zu entführen oder so, oder sowas. Du kannst dich entspannen und die Fahrt genießen. Sicher, ich glaube euch natürlich sofort aufs Wort.
Weiß, Alka, wie lange wollt ihr noch da sitzen und quatschen? Kommt sofort auf die Brücke! Oh nein, ich hab völlig die Zeit vergessen! Nun, das heißt wohl, wir müssen los. Also, Fina, bis später. Ruh dich etwas aus. Alkas Gesicht, ein wenig köstlich. Und epische Szene. Ja, was für komische Leute. Und dann auch noch diese geheimnisvolle Szene. Wir sind schon über 15 Minuten. Ist mir egal, ich mach weiter. Jo, wir sind hier an Bord der Albatros. Zu entdecken gibt's hier nichts. Ich könnte jetzt in jeden Raum gehen und alles ansprechen. Er labert dann ein bisschen was von Betten, Proviant, Kanonen. Nichts Interessantes. Wir könnten hier mit Luke sprechen. Du warst doch Luke, oder? Ja, Luke darüber. Ey, was? Der Überfall vorhin war nicht schlecht. Es ist eine Weile her, dass wir ein valuanisches Schiff überfallen haben. Wenn du uns fragst, was mit den Valuanern angestellt haben. Tja. Als sie hörten, dass ihr furchtloser Anführer das Schiff verlassen hat, haben sie sich ergeben. Captain Dean hat sie einfach laufen lassen. Naja, natürlich nachdem wir die Beute genommen haben. Davon gibt's eine Menge. Wir nehmen uns, was wir können, aber wir kämpfen nur, wenn es sein muss. Das ist der Unterschied zwischen uns, Blue Rouge und den Black Pirates. Jo, danke. Nochmal ein bisschen so zum Erklären, wie die Welt abläuft. Jetzt kommt eine epische Szene. Ich liebe diese Szene. Und diesmal werde ich sie nicht überspringen, aus Versehen, indem ich die falsche Person anspreche. Und zwar sind wir ja gerufen worden von Captain Dean. Hallo Captain Dean. Hallo Papa. Hallo Papa. So. Du bist spät dran, Weiß. Ich habe dir doch gesagt, dass du zum Schichtanfang pünktlich da sein musst. Du kennst ja die Routine. Schrubb die Decks, die sollen nachher blitzblank sein. Aber Dad, ich war doch nur ein bisschen spät dran. Auf einem Schiff kann eine kleine Verspätung Leben kosten. Und noch etwas. Solange wir an Bord sind, heißt es Dad. Nicht Dad, sondern Captain. Hast du das verstanden? Ja, habe ich. Wir fahren nach Hause, zur Pirate Isle. Also, geh und erstatte Briggs Bericht. Sieh zu, dass du dich für irgendwas brauchst. Oh, ich liebe das. Du bist spät, ist ein Running Gag in dem Spiel. Und wenn man das hier verpasst, versteht man den Running Gag einfach nicht. Jo, dann reden wir einfach mal mit Briggs. Briggs, der Vice-Captain. Ah, da bist du ja, Weiß. Hast dich endlich entschlossen, zu uns auf die Brücke zu kommen. Ja, wir fahren nach Pirate Isle zurück. Pirate Isle liegt genau auswärts von hier. Folge einfach den Kompass und du wirst keine Probleme haben. Genau auswärts? Ah ja. Okay, lass uns losfahren. Volle Kraft voraus nach Pirate Isle. Jo, wir sind Schiffchen. Wir dürfen Schiffchen fliegen. Ja, das ist, die große Bewegungsart in diesem Spiel. Weiß, bevor wir losfahren, hast du noch eine Frage an mich? Wie steuert man dieses Ding? Wie kommen wir von hier aus nach Hause? Ich weiß, wie man dieses Ding steuert. Ich weiß, dass es ostwärts geht und deswegen eigentlich nichts. Also dann, volle Kraft vorauf, auf einer Pirate Isle. Jo, wir sind jetzt hier in einem neuen Gebiet. Ich weiß, welche Monster hier vorkommen, aber ich werde dafür jetzt keine Liste machen, da sich das jederzeit im Laufe des Spiels noch ändert und ich nicht hundertprozentig weiß, welche davon jetzt schon erscheinen. Ja, wir könnten jetzt schon eine Entdeckung machen. Da fliegen wir auch gleich mal drauf zu. Jo. Komm, her, Insel. Ja, eine Entdeckung zu machen. Schlägt dieser Kompass so komisch aus. Und da muss man einfach nur A drücken. Und dann hat man irgendwas gefunden. In diesem Fall haben wir das Pirate's Grave gefunden. Es scheint, als habe jemand auf den Stein gekritzelt. Hier liegt ein unbekannter Blue Rouge. Sein Name wurde vom Wind verweht, doch der erste Buchstabe D ist noch zu erkennen. Keiner weiß, wer hier begraben liegt. Ja, da haben wir sogar eine Theorie zu, aber das kommt erst ein ganzes Stück später und ich werde das jetzt nicht spoilern. Warte, das ist das legendäre Pirate's Grave. Gute Arbeit, Weiß. Ich bin sicher, die Sailor Guides würden nichts lieber tun, als dich für diese Entdeckung zu bezahlen. Gilde? Mich für eine Entdeckung bezahlen? Der Großteil dieser Welt ist noch unerforscht und von Legenden umwoben. Ruinen, fremdartige Kreaturen, alles Mögliche wartet darauf, entdeckt zu werden. In jeder größten Hafenstadt gibt es einen Sailor Guide. Dort bezahlt man Forschern für ihre Entdeckungen gutes Geld. Fliegt ihr durch den Himmel und euer Kompass fängt an, wie wild auszuschlagen, bedeutet das, dass in der Nähe eine Entdeckung zu machen gibt. Wenn ihr die Gegend absucht, werdet ihr wahrscheinlich eine Entdeckung machen. Danach geht ihr einfach zum Sailor Guide und holt euch eure Belohnung ab. Aber je länger ihr wartet, desto größer ist die Chance, dass euch jemand zuvorkommt. Also besucht so bald wie möglich die Gilde, okay? Ja, zu 100% gehört eben auch, alle Entdeckungen zu machen. Das ist die einzige, die wir jetzt mit der Albatros machen können. Da oben fliegen ein paar Fischis lang. Okay, fliegen wir mal eben hoch. Fischis! Nein, Fischis! Fischis! So, angeln geht ganz einfach. Durchfliegen. Wir haben jetzt 6...
Fische der C-Klasse gefangen. Da vorne, was wir da sehen, der Wasserfall ist eine Entdeckung, dafür müssen wir aber, kommen wir noch nicht dran. Sagen wir mal so, jetzt kommt der erste Random-Kampf. Ich hoffe, dass es nicht so viele sein werden, da ich sonst alle rauscutten muss, wenn wir nicht auf neue Monster stoßen. Wir haben hier Marokka und Marokka ist hat 85 Lebenspunkte, ist von der Farbe her blau, hat somit die Schwäche gelb, können wir noch nicht nutzen. Sie haben eine scheiß hohe Verteidigung, sind schwach gegen Aikas Bumerang. Und die Geistlingen haben 20 Lebenspunkte, sind grün und haben Schwäche rot. Somit ist es, also, wäre man selten dämlich, wenn man da nicht mit Weiß angreift, der gerade eh eine rote Waffe hat. Und Aika darf die Marokka angreifen. Und wir verfehlen auch gleich mal Weiß. Ich werde dir gleich ganz hart gegen den Kopf hauen. Oh, oder auch nicht. Scheiße, habe ich mich versprochen? Ich meine, Aika wäre da gut gegen gewesen, aber anscheinend doch nicht. Habe ich mich vertan? Vielleicht ist es auch die Farbe, die... Guck mal eben, ich blätter mal eben um. Rot ist grün, grün, grün. Was ist denn grün? Grün ist rot unterlegen, aber was ist mit blau? Blau ist da überhaupt nicht von betroffen. Hm, egal. Entschuldigung, aber ich war der Meinung, dass ich immer Icon gegen den benutzt habe. Piek! Ja. Peinlich. Dann greifst du den jetzt nochmal an. Ja, wir haben gar nichts. Also mal richtig gar nichts. Da heilen wir lieber mal Weiß auf. Fängt schon super an, der erste Random-Kampf auf der... auf dem Schiff. Und das läuft schon so super. Ich will jetzt auch mal ein bisschen erklären, nur wenn wir mit dem Luftschiff völlig durch die Gegend fliegen, ist es... gibt's eigentlich keine Schätze zu entdecken. Also, nur ganz wenige Ausnahmen, die zur Mitte des Spiels kommen. Mitte? Ja, es müsste Mitte des Spiels ungefähr sein. Big! Nein, er spuckt auf Weiß. Vielen Dank. An dem Ding können wir uns lange aufhalten nachher. ja, du hörst jetzt auf das Marokka und du machst dich mit dem Gastling gemein. Und Aika ist zu schwach. Sie macht nur 19 statt 20. Ja! Natürlich könnte ich sie natürlich auf Rot umstellen, ne? Dass sie dann den Gastling tötet, aber das macht jetzt Weiß. Vielen Dank, Weiß. Gut gemacht. Und ich hätte die Moonberry schon benutzen können. Egal. 10. soweit ich weiß, waren sogar der Vater von diesen Marokkas. Das dauert ewig. Du verteidige du mal. Ja, also, wie viel hatten sie? 85. Ja, kann man gut ausrechnen. 8-mal draufhauen mit Weiß. Und theoretisch 5-mal mit Aika. Ja, zum Glück kann man Schwerterwirbel. Ich verteidige es weiter. Damit müsste das ein Stückchen schneller gehen. Ja, gut. Da braucht man nur noch ein paar andere 100 Schläge, bis er down ist. Oh je. Ja. Oh nein, Aika, du greifst nicht an. Da spare ich mir diese Sequenz lieber und lass Weiß öfters angreifen. Peak. Verteidigen. Gegenangriff, aua, Peaks, out, sterb, aua. Ja, komm, lass Weiß in Ruhe. Gegenangriff, oh mein Gott. Der Kampf geht ein Stückchen schneller voran. Mach mal ein Schwerterwirbel und dann müsste dieser Kampf vorbei sein. Komm, sterb, Marokka. Danke. Langer Kampf ist lang. Ja, wir haben gewonnen. Vielen Dank, Aika, für diese Information. ich glaube, ich werde lieber aufhören. Der Part ist schon so lang. Wir können an Bord des Schiffes sogar jederzeit speichern. Wir haben Piri lernt und Marokka Schale erhalten. Ich gehe eben schnell noch in das Menü. Zeige eben mal kurz unter Superzug, wofür wir die Moonberries brauchen. Und zwar zum Erlernen neuer Spezialattacken brauchen wir Moonberries. So, hier gibt's eine kleine Erklärung, und zwar Weiß geht in Abwehrhaltung, Abwehrstellung und erwidert eine Attacke lang alle Feindattacken. Erfordert eine Moonberry, wir haben eine.
braucht SP, also Spirit-Punkt, eine. Wir erlernen das Ganze, denn wir wollen so schnell es geht weiße letzten Superzug lernen. Das bringt später eine Menge. Ja, das ist Gegenangriff. Gegenangriff ist herzlichst nutzlos, außer man will weiß. Sowieso in Verteidigung stecken. Marokka-Schale könnten wir noch eben anlegen, und zwar unter Ausrüstung. Das erkläre ich jetzt nicht, da ich jetzt eigentlich schon wieder... Ach, das Gründer macht die Treffer runter, dann gebe ich lieber Eika die Verteidigung. Statt dem Flitzband, der Schnelligkeit erhöht, machen wir lieber, ja, Verteidigung, das ist besser für sie. Ja, und damit heißt es wohl auch, ich speichere hier. Steckplatz B ist es. Hier, Valu ist statt Valu ein Schlachtschiff, machen wir lieber hier dieses Ding. Wir sind hier tatsächlich im Mid-Ocean. Und damit heißt es, bis dann und ciao!